Seid ihr bereit für eine weitere Runde Orks verdreschen? Ja. Und für Kesavirs knackigen Hintern. Okay, er ist nur so knackig, weil er eine Rüstung trägt. Die kann man ja prägen, ja? Der Schmied hat ganze Arbeit geleistet. Ach ja. Gut, Kesavir ist überladen, aber wir haben ja Eleni dabei. Zack. Das machen wir eine Weile. Das erinnert mich an Oblivion. Genau, da gibt es sofort zu folgen. Ja, folgt mir sofort. Da gibt es einen Zauber, der heißt Feder oder so. Der macht das Gepäck leichter. Ah, Barrikaden. Swings, warum stehst du eigentlich immer vorne? Regeln wir die Sache. Ja, regel das mal, Kesavir. Pack den Regler aus und du kannst mal einen neuen Zauber ausprobieren. Ping. Ihr habt keine Chance. So, Kesavir kann mal ein bisschen geheilt werden. Und ein bisschen Böses mit der Strecke ist doch auch noch drin, oder? Das läuft. Sind da noch mehr Barrikaden? Nee, Waffenständer sind da. So. Nicht die Frau angreifen. Los, Kesavir. Okay, wenn alle tot sind, dann geht das natürlich nicht, dass du da mehr hineinsteckst. Ja, ja, ja. Oh, die Uhr sollte ich mal wieder starten. Kritische Treffer. Oh, ach, der Ork ist. Okay. Los, Coup de Grâce. Ich nix sprechen. Frank-Orkisch. Na? Ah, hier ist wieder so eine Feuerstelle. Okay. Jetzt geht es gleich wieder einmal um die Ecke. Ein Streitflügel. Oh nö, den lassen wir mal stecken. Wir nehmen jetzt nur noch wichtige Sachen mit. Und hier ist deine Erdrutsch. Und schon wieder rotes Lyrium. Nein, es ist natürlich Lava, das weiß ich. Ich weiß, dass das Lava ist. Mann, das weiß ich doch. Das musst du mir nicht sagen. Ja, ich bin immer noch auf. Es ist immer noch der gleiche Tag, also... Ich bin auf, wenn ich aufnehme. Hm, ja, Falle ausgelöst. Was hat die denn gemacht, die Falle? Nix, wahrscheinlich Alarm geschlagen. Und Gespräche mit Orks stehen uns bevor. Freut euch auf eine Cutscene. Ich freue mich immer auf Cutscenes. Niewinter wagt nicht, seine grauen Welpen gegen mich auszusenden. Stattdessen schicken sie Assassinen. Wir sind keine Assassinen, Logret. Wir sind Ritter. Ihr habt die Stämme gegen die Leute von Niewinter gesandt, die es wagten, hier zu siedeln. Wir sind hier, um euch aufzuhalten. Der Katalmach, der uns angreift, gibt also den grauen Welpen Zeit, sich zwischen den Angriffen zu sammeln. Wieso meine Männer sich vor euch fürchten, ist kaum zu verstehen. Nein, ihr noch verstehst du das nicht. Ihr hier, Katalmach. Ihr und euer Anführer aus Niewinter. Seid ihr bereit zu sterben? Mensch. Eure Herrschaft ist vorbei, Longrim. Ich bin wegen euch. Niemand muss sonst muss verletzt werden. Genau. Ich bin wegen euch hier. Euretwegen heißt das Mann. Kauft ihr mal ein Grammatiklexikon. Meine Güte. Ihr wollt euch alleine gegen mich stellen? Mhm. Ihr seid kein Ork. Diese Ehre gewähre ich euch nicht. Jesok hat euch betrogen. Der Feigling hat mich vor euch gewarnt und mir geholfen, mich Überraschung. Vorzubereiten. Weißt du was? Wir sind auch vorbereitet. Das haben wir uns nämlich schon gedacht. Jetzt kämpft an meiner Seite und erlangt wieder, was ihr verloren habt. Erledigt sie und erinnert euch, dass es... Ja. Der die Hunde aus Niewinter zertreten hat. Na. Oh, so, Entschuldigung. Die schießen immer alle auf mich. Jetzt gehe ich hier zur Seite, dann treffen die nicht. Na. Oh, ja. Logrim, auf wen gehen wir denn jetzt mal? Logrim und Jesok. Jesok haben wir doch schon mal besiegt. Komm, den machen wir gleich nochmal fertig. Erstmal buffen wir uns ein bisschen. Du gehst nach da und singst dein Lied. Ja, einmal alle verfluchen, bitte, Kroppner. Oh, Kesavir. Greifen wir an! So, und du kannst ihn auch nochmal heilen.
Und Eisenhaut gesund. Oh. Autsch, ja, wirklich. Autsch. Oh, ich glaube. Das ist nicht schön. Logrim macht die alle nieder. Wenn wir Kelga dabei hätten. Wäre uns das nicht passiert. Ah, ich könnte das Zufluchtslied spielen. Oh. Das war's mal wieder für mich. Toll, Swings. Ich glaube... Oh nee, ich weiß nicht, ob... ob sie das wirklich war. Wir haben keine Wahl. So, Ork, dem Tode nahe, das ist gut. Wir brezeln einmal bei Lokrim Hohlauge. Oh, das sieht nicht gut aus. Zum Glück haben wir vor kurzem gespeichert. Jetzt gehen die alle auf uns. Klasse Idee. Wo sind eigentlich meine Heiltränke? Die sollten wir vielleicht gleich mal ausrüsten. Was ist das? Rindenhaut. Kippen wir uns das gleich hinter die Binde? Wissen, Unsichtbarkeit. Trollblut. Wir trinken Trollblut. Komm, das trinkt's doch. Wie, wir haben hier nichts mehr übrig. Wir sind ja sehr gut vorbereitet. Von wegen, ja, darauf sind wir vorbereitet. Das wissen wir. So, dann Yezog. So, nach da bitte Turnen Erfolg. Sehr schön. Was haben wir denn noch im Angebot? Nicht so die Zauber, oder? Zauberbuch. Ja, Blitz haben wir schon verpegelt. Dann... Yenpei 22 aus, immer nur verletzt. Oha, ich glaube, das schaffen wir nicht. Ja, genau, hau rein. Ja, gut. Dum, dum, dum. Gut, wir werden das gleich mal etwas strategischer angehen. Wir sehen uns gleich wieder. Und da wären wir schon wieder zurück, ja. Also ich habe ja 5 Minuten gespielt, deswegen hat das ein bisschen gedauert. Verräter. Wir werden das jetzt ein bisschen taktischer angehen und... Ich höre. Du kommst einmal auf jeden Fall mit. Und machst ein paar Flächenzauber. Ich habe auf Swings schon mal Spiegelbilder und das andere Zeugs da gezaubert. Natürlich. Du kannst einmal hier schön ein Gewitter auslösen. Okay, dann stellst du dich hier hin und löst dann das Gewitter aus. Dann sind da alle mit drin. Gut, dann ziehst du dich ein bisschen zurück, wobei du könntest gleich nochmal hier bleiben und diesen Zauber wirken. Mal gucken, wie lange sie überlebt. Oh, sie ist nieder... Oh, das ging ja schnell. Schade, schade, dass wir noch keine wiederbelebenden Zauber haben. Gut, dann... Ich habe zum Glück an einer etwas günstigeren Stelle gespeichert, aber das sieht hier auch besser aus. Swings. Ich kann diesen Auftrag. Sind alle bereit? So, du gehst einmal hier hin. So, hier hin. Bitte schön. Und machst einmal das Fluchlied. Dann sterben schon mal alle vielleicht, die dem Tode nahe sind. Okay, doch nicht. Oh, Kesevir. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. Das kann ich machen. Hast du noch einmal Hand auflegen für dich selber? Oh, ist auch tot. Wie schade. Lokrum Hohlauge. Ork dem Tode nahe. Zufluchtslied? Nee, erstmal Rückzug. Sehr gut. Oh, wir haben Lokrum getötet, aber wir sind noch nicht ganz durch. Yezog lebt noch. Das könnte ein bisschen schwierig werden. So, wir haben ja diesen 1... Nee, wir haben Hast. Die Inspiration wirkt eigentlich auch noch. Wir könnten noch den Knochen-Dings-Gesang machen. Und ich hoffe mal, dass Swings noch eine Weile lebt. Erstmal gegen Yezog. Wegrennen. Ja, mal gucken, ob die Taktik aufgeht. Ich weiß es nicht. Der ist ja schwer verwundet. Gut, dann rennen wir mal nach da. Gut, er hat gezaubert. Das ist schön. Ein Schreckenswolf, das ist sehr gut. Wie sieht das denn aus, bitte? Ganz natürlich, komisch. Kein Problem. So, hast du... Oh, du hast noch einmal schwere Wunden heilen. Das zauberst du mal auf dich.
Der brennt immer noch. Swingst du Loxi immer wieder weg? Nach da vielleicht? Genau. Dann zündest du ihn vielleicht nochmal an. Oh, jetzt hat er mich niedergeschlagen. Oh, das ist nicht schön. Oh, er ist tot. Sehr schön. Dann haben wir hier noch 3 Orks. Nee, 2. Okay, der ist tot. Und 2 Orks, die jetzt nicht besonders viel haben. Den Schwerverwundeten, da hauen wir mal... Kapituliert! Ja. Gut, wir hoffen mal, dass das Fluchlied schon verklungen ist für die. Ja, genau, noch einmal 8. Sehr schön. Ich komme, bereit oder nicht? Gut, dann brezelst du jetzt mal die Mandoline über. Und das! Oder du nimmst hier einen... Ach, der ist schon tot. Sehr gut. Oh, meine Güte, das war ein harter Kampf. In der Tat. Das war ein guter Kampf. Das war gut. Ah, jetzt werden wir überladen sein. Schwer bepackt. Ja, das ist gut. Das ist gut. Hier, zauber mal Stärke. Ich fürchte, diese Last ist zu immer noch viel für mich. Gut, dann halt nicht. Schild des Morgens. Wieso hast du das nicht? Achso, wegen der, ja. Wegen des, der, die, das. Steinfeuer, was? Steinfeuer-Axt. Was kann die denn? Diese Waffe trägt das von den Meisterschmied Marokum Laden vom Waffen. Rüstung, bla bla. Nie Winter, bla, gegen die Quarantäne. Schadensbonus, Feuerverbesserungsfeuer, plus 1. Kannst du das noch tragen? Tatsächlich. Sehr gut. Und das ist Kettenpanzer plus 1. Das kriegst du. Gut. Sehr schön. Du kannst zur Not ja auch auf dich selber Dingensbummens zaubern. Ein Ork-Medaillon. Na, was kann das denn? Amulette sind Heilskettenmittel, bla bla bla. Die meisten sind reiner Schmuck. Manche aber auch mächtige magische Gegenstände. Mehr steht da nicht. Danke. Ich fürchte, diese Last ist ach, zu viel sie war das mich. Wieder. Ja. Ja, nee, geht ja fast. Das Medaillon war sicher das Schwerste. Ardulias Untergang. Der virtuose Umgang mit dem Messer machte Ardulia den Wendigen zu einer tödlichen Gefahr in jeder Schlacht und er stellte sein Können bei zahlreichen Überfällen auf die Siedlungen entlang der Schwertküste unter Beweis. Oft forderte er den Anführer des Dorfes heraus, um mit diesem um die Herrschaft über das Dorf zu kämpfen. Doch bei seiner Schnelligkeit entschied er die Gefechte rasch zu seinen Gunsten. Dennoch fand auch Ardulian eines Frühjahresmorgens seinen Meister, als er gegen einen Priester namens Idgan kämpfte, der mit diesem Streitkolben ausgerüstet war. Jeder Schlag brachte Ardulia ins Taumeln. Er fand kaum noch Zeit, um sich zu erholen und wieder Luft zu schöpfen. Ohne seine Schnelligkeit aber war Ardulia verloren und so fiel er Idgans wohlüberlegenen Angriffen zum Opfer. Wohlüberlegten. Nee, wohl... Ja, doch. Wow, Basisschaden 1W. Ach, 1W12 ist sehr schön. Verlangsamen. Nicht schlecht. So, das kriegst auch du. Und das kriegst du. Gut, haben wir das aufgeteilt. Ja. Dann ziehen wir nochmal mit dir weiter. Kettenhemd. Ich kann mich mit diesem schweren Gepäck nicht bewegen. Gut. Schade. Ich meine, er hat ja schon... Ich trage zu viel, um mich zu bewegen. Jetzt beschwer dich halt. Amulett. Wow, das sieht schön aus. Das gucken wir uns gleich nochmal näher an. Jetzt rasten wir erstmal. Ich kann mich mit diesem schweren Gepäck nicht bewegen. Ja. Ist ja gut. Jetzt beschwert euch doch nicht alle. Alle mir nach. Eleni wird das schon richten. So, guck. Alles gut. Alles super. Wir kräftigen eure Muskeln. Ganz ohne Sport. Hält natürlich dann auch nicht so lange, wie wenn man im ständigen Training bliebe. Einmal highlighten. Sagt uns, dass hier nichts mehr zu finden ist. Oh, hier ist aber noch eine Kerkertür. Eleni kann die nicht aufmachen. In aber der hier. Tat. Die ist sogar mit einer Falle gesichert. Na? Erfolg. Sehr schön. Diesmal kein Blitzangriff für alle möglichen Leute. Waffenstände. Oh nee. Wieso gibt es so viel Zeug zum Mitnehmen? Ach, das ist nur eine Schatzkammer, gar kein Kerker. Deswegen ist das so gut gesichert. Und noch eine Truhe mit gesichertem Schloss. Gut. Zeig hier. Mit etwas Glück ist es nur ein bisschen Gold. Das wiegt ja nichts. Wiegt ja nichts. Wir haben ja auch kaum was. So, was ist das denn für ein Scheiß? Mist hier. Wir nehmen nur die Goldmünze. Den Rest lassen wir hier.
Den Rest brauchen wir nicht. Was gibt es hier? Kriegsstreitkolben. Das ist was für Käsebier. Aber ich glaube, wenn der den nimmt, dann ist er schon wieder überladen. Nicht? Gut. Ach nee, der hat einen Hammer, ne? Kein Streitkolben. Ich bitte euch, mir sofort zu folgen. Identifiziertes Amulett. Glücksstein. An der schlanken Kette hängt ein Glücksstein, der nicht besonders hochwertig geschliffener Achat. Derartige Steine stammen aus Lurien, der Heimat der Halblinge. Mhm. Das Glück von Hin ist angeblich auf die Felsen des Landes übertragen und deswegen erlangen die Träger nach eines Anhängers ein wenig vom Glück des legendären Hin. Aha. Wow. Wow, wow, wow. Super. Das steigert einfach alles. Was haben wir hier? Aber wir haben ein Gesundheitsamulett. Ja? Du hast noch gar kein Amulett. Ich würde sagen... Nee, wobei, Fertigkeitssteigerung ist eigentlich eher was für uns. Machen wir das ab. Hm. Ich gab eh nur 9 Punkte. Und wir haben jetzt ganz viel Glück. Das ist schön. Mal gucken. Käsebier kann das sicher besser gebrauchen. 108. 117. Ja, ganz nett. Ja. Ganz schön, ganz schön. Gut, das hatten wir jetzt ja. Hm. Moment. Ja, es waren nur die zwei Dinge hier. Gut. Die Map. Was sagt denn die Map? Die Map sagt, ja, wir können weitergehen. Hier einmal durch. Und dann ist da wahrscheinlich auch der Ausgang. Es sei denn, das ist noch eine dritte Ebene. Aua. Au, 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 au. Au. Ja, tatsächlich. Es geht noch weiter runter. Hm. Aber mir wurde gesagt von Terra, dass die Ebene nicht so groß ist und nicht so lang. Aber wir wurden ja schon mit einer Cutscene Dingens. Oha. Ach ja. Hm, ja, ja, da war diese was. Diese Leichen. Ich kenne diese Männer und Frauen. Ich habe mit ihnen gedient. Oh, das ist nicht schön. Soweit ich gehört habe, legen die Orkstämme vom Brunnen ihre Toten nicht Seite an Seite mit menschlichen Leichen. Ja, einige dieser Soldaten fielen in der Schlacht gegen die Orks, aber ihre Leichen wurden nie gefunden. Ich weiß nicht, wie sie hierher gekommen sind. Es wird doch kein Schattenpriester sein, der den Finger im Spiel haben. Warum sollte jemand die Leichen hierher bringen? Wir sehen uns mal um. Diese Leichen verdienen ein Begräbnisritual und nicht in einer Höhle im Nümmel, diese zu verrotten. Durchsucht die Leichen und seht, ob sie... Ja klar, das wird Käsebier freuen. Wir machen mal Nummer 3. Das ist das Mindeste, was sie verdienen. Ich danke euch für den Respekt denen gegenüber, die an meiner Seite standen. Wir sollten vorsichtig sein. Etwas stimmt hier nicht. Das Gefühl im Boden und von diesen Körpern ist wie ein Schatten. Wie tot. Ich fühle es auch. Wie tot? Ich habe diese Finsternis schon einmal gefühlt. Tief im Sumpf. Die Schatten sind hier dick, sickern ins Land. Was auch immer im Sumpf ist, es berührt auch dies hier. Eleni spricht es aus, aber dass ihr den Tod spürt bei Leichen ist jetzt nicht so außergewöhnlich, wenn ich das mal so sagen darf. Hm. Wir haben die Verantwortung herauszufinden, was hier los ist. Niemand verdient es, so aufgeschichtet zu werden. Wir dulden, schulden es ihnen weiterzumachen. Was? Seid still und folgt mir oder gesellt euch zu den... Was ist das denn für eine Antwort? Die hat überhaupt gar keinen Sinn. Die macht keinen Sinn. Die folgen dir doch sowieso. Da musst du doch so einen Mist nicht erzählen. Naja, niemand verdient es, so aufgeschichtet zu werden. Wir schulden ihnen weiteres. Ich stimme zu. Ich will wissen, wer das getan hat und wieso. Und warum? Wie bedrückend es auch sein mag. Mhm. Wir sollten herausfinden, was diesen Schatten verursacht. Sonst verbreitet er sich vielleicht weiter. Ja, 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 ja. Genau meine Meinung. Haben wir genug gerastet? Ja, haben wir. Wir rüsten uns gleich einmal aus mit Spiegelbild und falschem Leben. Wie passend. Wir hätten falsches Leben auch auf die Leichen zaubern können. Aber das Zauber ist nicht, wonach es aussieht. Deswegen bringt der soweit nichts. Mal sehen. Wir machen mal eine kurze Speicherpause noch. Kurz vor knapp. Und da wären wir schon wieder. Und gucken einmal weiter. Noch haben wir falsches Leben. Oh ja. Kloppner, du könntest noch mal kurz singen. Ja. Was? Ach, der kämpft schon. Ja, komm, mach mal. Hier, Eisenhautgesang. Das ist immer gut. Was ist das? Eine Leiche? Schatten? Was waren das jetzt? Ach, ein Ghoul. Okay. Okay, alles cool.
alles cool oder was? Oh, schon wieder rotes Lyrium. Das verspricht nichts Gutes. Und was ist auf diesen Bannern zu sehen? Verblichene Symbole. Hier ist wieder nur Schlick und natürlich kein rotes Lyrium, sondern Lava. Oh, und ein Erzader. Ein Erzader. Yay, zwei Stück sogar offensichtlich. Es blinkt so schön. Wir machen zuerst mal diese Tür auf, bevor wir durch die Haupttür gehen. Ja. Regeln wir die Sache. Regeln wir die Sache. Noch mehr Ghule. Autsch! Autsch! Los, verfluch ihn mal. Oh ne, jetzt sind wir wieder gepackt, weil wir krank sind. Oh, das ist ja doof. Das kann ich machen. So. Kannst du nicht irgendwie die Untote vertreiben? Da! Komm, Käsebier. Ach, okay. Erhalten Erfahrungspunkte 11. Die Armschienen sehen gut aus. Die sehen sehr, sehr gut aus. Wie er da rumschlurft, der Ghoul. Ghule Zombies deuten immer auf Nekromanten hin. Und mit was werden wir es hier wohl zu tun bekommen? Na, ich weiß nicht. Oh, hier gibt es noch mehr Türen. Die werden wir natürlich zuerst erkunden. Gledi, wir stellen uns mal hier in die Mitte. Okay, die kommen auch so zu uns. Und machen hier einmal Untote vertreiben. Los. Okay. Hat er zu schlecht gewürfelt? Es lähmt sie zumindest. Gut, okay. Keine Bewegung. Zombie. Keine Bewegung. Komm, Böses hinterstrecken. Ja. Die sind jetzt schön gelähmt, wenigstens. Ich weiß nicht, ob durch Elinis Speer oder durch Kesebius Untote vertreiben. Was geht denn das hier noch weit rein? Das ist ja eine Chest. Gut. Die Chest überlässt du mal bitte der Diebin. Ja. Weil wer weiß, ob da eine Falle ist oder auch nicht. Und wieso ist da so grünes Licht in der Ecke? Fragen über Fragen, die wir in der nächsten Folge beantworten werden. Am Freitag werden wir ergründen, was das mit dem grünen Licht auf sich hat. Wahrscheinlich nichts, wie immer. Naja, ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Wir sehen uns dann Freitag in dieser stinkenden Orkhöhle nicht mehr, sondern in einem Untergeschoss, der ebenso stinkt nach Tod und Verwesung. Und ja, in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich dem Nekromanten begegnen. Also viel Spaß mit ihm. Bis dahin und tschüss. Ich trage zu viel, um mich zu bewegen. Oh nein.